Dann die Schrecksekunde des Rennens. Alpha Dan etwas benommen in seinem demolierten Fahrzeug. Dem vorausgegangen war ein spektakulärer Abflug mitsamt eines Überschlags. Glück im Unglück, das Monocoque blieb nahezu unbeschädigt. Daher die Folge für den Bahraini, nur eine leichte Gehirnerschütterung und eine Rippenprellung. Ursache? Ein Zweikampf mit Gerhard Tverraser. Aber was war genau passiert? Ich habe ein wenig zu früh gebremst, der hat sich reingestellt, war für die nächste Kurve dann außen, ich war innen.